Meine Damen und Herren, Religionskritik. Das klingt gefährlich, aber Religionskritik ist ein Bestandteil der Religionen, soweit wir sie kennen, in der dokumentierten Geschichte. Bereits im alten Ägypten, zumindest in der mittleren Dynastie, oder aus dem Rigveda, dem Ursprung der indischen Kulturen, wie wir sie kennen, auch aus der chinesischen Tradition, sind früheste Texte, die wir überliefert haben, religionskritische Texte. Kritik bedeutet, ein Phänomen, was immer es ist, mit Distanz anzuschauen und zu prüfen, ob das, was von diesem Phänomen ausgesagt wird, ihm tatsächlich entspricht, nach Kriterien, die von außen angelegt werden. Wir können jetzt aber und sollten interne Religionskritik von einer externen Religionskritik unterscheiden. Was meine ich damit? Interne Religionskritik ist die Fragestellung oder die kritische Reflexion, die aus einer Religion oder einer religiösen Strömung, aus einem religiösen Impuls, ich will das jetzt nicht spezifizieren, selbst heraustritt, um diese Religion, sagen wir, zu verbessern, zum Wesentlichen zu bringen, zu reformieren oder überhaupt bestimmte Aspekte dieser Religion in den Fokus zu rücken, die vielleicht vergangen waren. Alle modernen Religionen, die wir kennen, das heißt Buddhismus, moderne Religion, Hinduismus, Judentum, Christentum, Islam, sind Produkte einer solchen Religionskritik. Sie müssen nur daran denken, dass der Buddhismus das vedische Opferwesen kritisiert, als unwirksam erklärt und stattdessen aus den Quellen dieser Kultur, dieser Religion, etwas Neues schafft. Oder denken Sie nur daran, dass das frühe Christentum dadurch entsteht, die Jesusbewegung, dass der Jerusalemer Tempelkult jedenfalls in vielen seiner Aspekte abgelehnt wird, als unwirksam oder gar dem göttlichen Gesetz nicht entsprechend. Dass der Islam damit auftritt, dass er sagt, die arabischen Stämme, die einen Polytheismus, viele Götter verehren, liegen falsch, das ist unwirksam, denn es gibt nur einen Gott. Der ist zwar schon in der Tora und auch in der christlichen Überlieferung verkündet worden, aber die Juden und Christen hätten die wahre Botschaft verfälscht. Das ist ja der Anspruch des Islam, Religionskritik, die von innen kommt. Und so setzt sich das durch die Geschichte fort. Alle großen Gestalten, die wir heute als Teil der Tradition erinnern, denken Sie an einen Franz von Assisi, einen Bonaventura, um nur die Franziskaner zu nennen, oder auch vorher schon einen Benedikt von Nursia, oder später dann die dominikanische Tradition mit Dominikus oder einem Tauler, einem Eckhart, einem Tauler, die aus dieser Tradition kommen, aus denen sich dann die lutherische Reformation ganz wesentlich speist. All dies sind Religionskritiken in dem Sinne, wie ich es eben sage. Nun gibt es aber auch externe Religionskritik und darunter verstehe ich eine Religionskritik, die Religion als solche ablehnt und ersetzen will, durch etwas anderes. Ablehnt, weil sie ein falsches Bewusstsein repräsentiere, eine defiziente Erkenntnis, also kein der Vernunft gemäße Erkenntnis über Gott, die Welt und den Menschen liefere, oder weil die Religion in sich korrupt sei, und zwar nicht nur zufällig, sondern aus ihrem Wesen, den Menschen unfähig halte, ausbeute oder was immer. Eine Religionskritik, die die Religion abschaffen will, etwa indem sie Glaube durch Wissen ersetzen will oder Religion durch soziale oder politische Institutionen, den religiösen Impuls durch eine säkulare Ethik oder was immer. Auch solche Religionskritik ist nicht neu und tritt nicht erst in Europa mit der Aufklärung auf, sondern sie prägt schon die griechische Antike.
Wenn Sie etwa daran denken, dass die griechische Philosophie mit dem Anspruch auftritt, die griechische Götterwelt, also den griechischen Mythos, abzulösen, weil dieser Mythos A, ein falsches Bewusstsein repräsentiere, kein Logos, sondern Mythos sei, B, die griechische Götterwelt inkonsistent und unmoralisch ist. Sie brauchen sich nur die Ilias von Homer zu Gemüte zu führen, da sehen Sie, was da los ist. Krieg, Hass, Eifersucht, Neid, Mordlust, nicht und Ehezucht, Unzucht und so weiter, nicht nur unter den Menschen, sondern unter den Göttern. Die griechische Philosophie tritt auf mit den Vorsokratikern, ein Thales von Milet, ein Anaximander, ein Empedokles, ein später Parmenides oder Heraklit, treten auf mit dem Anspruch, diese mythisch verschwommene und in sich inkonsistente und unklare Anschauung von der Welt und dem Menschen zu ersetzen durch Wissen, durch Vernunft, durch Philosophie. Und was machen sie? Sie suchen als allererstes einen Grund, der die Welt im Innersten zusammenhält, einen Ursprung, aus dem alles kommt. Und das sind für einige dieser sogenannten Naturphilosophen die grundlegenden Elemente der Welt, also Wasser bei Thales, damit fängt es an, oder das Feuer, oder die Erde, oder die Luft, bei Anaximenes etwa. Aber wir haben hier auch schon etwas Abstraktes. Bei Anaximander, einem der ganz Großen, von dem wir natürlich nur in Fragmenten wissen, das Apeiron, das Unbestimmbare, das Nicht-Definierbare. Ob das nun eine Substanz ist oder eine Kategorie des Denkens, bleibt offen. Platon versucht, die Religion dadurch zu begründen, dass er sagt, es muss ein Formprinzip in der Welt geben, was allem Materiellen zugrunde liegt, was das Materielle formt. Und das ist das Prinzip eben der Form, auf Griechisch Idee. Und die Ideen, kulminierend in den Ideen des Guten, des Schönen und des Wahren, sind dann eigentlich das, was die göttliche Sphäre in ihrer Unveränderlichkeit meint. Denn vor jeder konkreten Formung eines Menschen muss es die Idee, die Form, das Prinzip, die Struktur, die Matrix, wie immer wir das übersetzen wollen, Matrix, nicht wahr, auch so ein Begriff, der den Ursprung andeutet, muss es etwas geben, was eben die Materie nach diesem Prinzip formt. Aristoteles widerspricht Platon, seinem Lehrer, indem er von der empirischen Form, von dem, was sinnlich wahrnehmbar ausgeht, nicht von der Idee als Ursprung, aber auch Aristoteles fragt in der Kette der Ursachen zurück nach einer letzten Ursache, nach einem ersten Beweger vor aller Bewegung, nach dem Proton Kinun, wie er das nennt, dem ersten Beweger, nicht wahr? Xenophanes, der andere große griechische Philosoph, der, ja, ich möchte sagen, als der Religionskritiker par excellence in der Antike geht, stellt fest, dass Menschen ihre Götterbilder nach menschlichem Vorbild formen und meint etwas lakonisch, wenn die Kühe sich Götterbilder machen könnten, dann sähen diese Götter aus wie Kühe. Natürlich. Das ist, wenn Sie so wollen, ein vorweggenommener Feuerbach, jedenfalls in manchen Aspekten, aber der Mensch formt sich und bildet sich die Welt und alles, was er hat und nicht unmittelbar sinnlich anschauen kann, nach Prinzipien, die er ansonsten in seiner Lebenswelt erkennt. Also die Personalität Gottes ist natürlich eine Projektion aus menschlichen Anschauungsformen, aber sie will eben was Besonderes aussagen. Ich habe nun Religionskritik unter 9 unterschiedlichen Kritikformen versucht, jetzt mal aufzuschreiben und versuche Ihnen das jetzt in diesen 1,5 Stunden nahezubringen. Ich gehe also nicht historisch vor, indem ich jetzt die Geschichte, sagen wir mal, der abrahamischen Überlieferung über Mose bis Jesus und dann Mohammed, das geht jetzt ja ein großer Traditionsstrang, weiterziehe, oder indem ich die indischen Religionen von ihren Anfängen, soweit wir sie kennen,
bis in die Moderne, 19. Jahrhundert, Auseinandersetzung mit dem Christentum, mit der modernen Wissenschaft und so weiter beschreibe oder dasselbe für Ostasien anstellen würde, sondern ich gehe phänomenologisch vor, indem ich Ihnen 9 Bereiche von Religionskritik versuche zu benennen, die meines Erachtens, ja, wir werden sehen, vielleicht sowohl interne als auch externe Elemente und Momente enthalten. Ich nenne Ihnen diese 9 zunächst. Es kann durchaus sein, dass wir nicht durchkommen. Das machen wir dann morgen früh weiter. Die erste Form von Religionskritik ist die skeptische. Die zweite ist die projektionstheoretische. Die dritte ist die Kritik am Polytheismus bzw. an der Religion der anderen. Die vierte ist die kultische Religionskritik. Die fünfte ist die soziale Religionskritik. Die sechste ist die psychologische Religionskritik. Die siebte ist die humanistische Religionskritik. Die achte ist die ästhetische Religionskritik. Und die neunte die mystische Religionskritik. Diese Elemente kommen in unterschiedlichen Traditionen, in ganz unterschiedlicher Mischung vor. Sie sind so etwas wie, wenn ich will, ein Gerüst oder vielleicht so etwas wie eine Blaupause, die ich sehe hinter den ganz unterschiedlichen Phänomenen von Religionskritik, wenn wir in die tatsächliche Geschichte schauen. Ich gehe jetzt durch diese einzelnen Formen durch. Ich wollte sie Ihnen nur nennen, damit Sie wissen, was Sie erwartet. Zuerst die skeptische Religionskritik. Das älteste Dokument der indischen Religionsgeschichte ist der Rig Veda, diese Sammlung von Opfersprüchen, die in verschiedenen Büchern gesammelt sind und auf die Zeit zurückgehen, als die Indogermanen von Zentralasien oder von Westen her über den Kaiberpass allmählich nach Nordindien einwanderten und diese Literatur schon mitbrachten. Im 10. Buch dieser rigvedischen Sammlung, Rig Veda heißt, Rig ist ein Persmaß und Veda heißt Wissen, sind also Sammlungen, ich sagte schon, von Sprüchen und Liedern, die beim Opfer gesungen wurden. Im 10. Buch gibt es eine berühmte Hymne, die sogenannte Schöpfungshymne oder Nasadiya Sukta, wo über das Sein und das Nichtsein gesprochen wird. Was war am Anfang? Ich will jetzt nicht die ganze Hymne auslegen und zitieren, das würde zu lang führen in diesem Rahmen. Am Schluss dieser Hymne ist die Frage, wer weiß es schon, was am Anfang war? Vielleicht die Götter, die dabei waren, aber die Götter sind ja auch geschaffen und sind später entstanden. Es geht alles zurück auf das eine. Tat Ekam auf Sanskrit. Und dieses eine ist nicht weiter benennbar, aber dieses eine, was dann da am Anfang war, der höchste Gott, der da dabei war, der weiß es vielleicht, was das ist und wo es herkommt. Und jetzt kommt es. Oder weiß auch er es nicht? Die Skepsis des nachdenkenden Menschen, dass jedes Denken ja eine Form braucht. Und Form bedeutet Abgrenzung, auf Lateinisch Definition. Eine Definition des Ursprungs ist nicht möglich. Denn dann hätten wir ja schon etwas gegenüber etwas anderem und das ist nicht der Ursprung. Aus diesen Überlegungen geht die Religionskritik hier ganz am Anfang der indischen Religionsgeschichte schon hervor. Vertrauter dürfte Ihnen natürlich die nächste große kritische Einschnitt dieser Skepsis sein, durch Gautama Shakyamuni, der dann als der Erleuchtete bezeichnet wurde, oder der Erwachte, der Buddha. Im 4. Jahrhundert, vor unserer Zeitrechnung, also etwa zur gleichen Zeit, ein bisschen später vielleicht, als diese griechische Religionskritik und Reflexionsstufe einsetzte, Karl Jaspers, der große europäische deutsche Philosoph, hat das die Achsenzeit genannt. Weil hier erstmal eine Kritik einsetzt, ein Denken einsetzt, das sich über seine eigenen Voraussetzungen versucht klar zu werden. Und genau das tut Gautama, der Buddha.
indem er auf den Ursprung der Welt, auf den Ursprung des Menschen kommen will und erkennt, dass alles, was ihm gesagt wird, was ihm die Tradition überliefert, nicht taugt. Er geht von Lehrer zu Lehrer, wir würden sagen, er besucht Philosophenschule zu Philosophenschule, Asketenschule zu Asketenschule, die werden dann auch genannt mit ihren verschiedenen Lehren, das ist das ganze, ich möchte mal sagen, Panoptikum der frühen indischen Religionsgeschichte. Und ist unbefriedigt, weil das alles nur Aspekte sind. Das sind irgendwie Zugänge, die der Mensch sich ausdenkt. Er sagt, ich will aber wissen, was da wirklich ist. Und was tut er? Er studiert nicht weiter, sondern setzt sich, jedenfalls so die Legende, unter einen Baum und gelobt, nicht eher wieder aufzustehen, als bis er zur Erkenntnis gelangt ist. Sie wissen, was dann gefolgt ist. Und das wird dann sehr schön beschrieben, verschiedenen Nachtwachen erkennt er die Zusammenhänge der Welt, eine nach der anderen. Das kann man aber nicht in Worten ausdrücken. Und alle Kategorien des Religiösen, Gott und Nicht-Gott, die Unendlichkeit gegenüber der Endlichkeit, alle solche Dinge, der Raumunendlichkeit gegenüber der Raumbegrenzung und so weiter, was ist ursprünglich, was ist da, lehnt er ab zu beantworten. Denn, so sagt er, die Frage, ob zum Beispiel ein Buddha unendlich ist, ob es einen Gott gebe oder nicht, ob die Zeit unendlich sei oder nicht. Alle möglichen Antworten führen in Widersprüche. Es gibt Argumente pro und con, mehr oder weniger gute Argumente, aber wenn sie zu Ende gedacht werden, führen sie alle zu Widersprüchen. Mit anderen Worten, der menschliche Verstand reicht nicht aus, um seine eigene Begründung zu finden. Der menschliche Verstand reicht für viel. Er reicht dafür, Kausalitäten zu erkennen, und der Buddhismus ist ja gerade groß in seinen Kausaltheorien und in seinen sehr subtilen Unterscheidungen. Der menschliche Verstand reicht aus, Dinge zu qualifizieren, zueinander zuzuordnen und daraus dann auch neue, sagen wir mal, Kombinationen, neue Komplexitäten zu schaffen und damit Technik und eine Umformung der gegebenen Natur zu ermöglichen. Aber er reicht nicht aus, um die Kategorien Fragen zu lösen, um die es am Ursprung geht. Also, woher kommen Raum und Zeit? In moderner Formulierung würden wir fragen, was war vor dem Urknall? Eine Frage, die allein theoretisch nicht beantwortbar ist. Oder eben, was war mit den Naturgesetzen vor dem Urknall? Wir können mathematische Modelle entwickeln und die Kollegen, die sich damit beschäftigen, tun das mit viel Fleiß, Energie und auch Humor. Aber das sind mathematische Modelle, die keine Letztbegründung geben, sondern so könnte es sein strukturell. Der Buddha lehnt also diese Fragen ab, mit anderen Worten, er ist skeptisch gegenüber Religionsbegründungen. Er schaut sich die Gesellschaft seiner Zeit an und sieht, wie aus diesen unterschiedlichen Religionstheorien und Religionsvorstellungen die Sozialordnung der Gesellschaft geschaffen ist. Ja, eine andere berühmte Hymne aus dem Rigveda beschreibt, wie die Schöpfung allmählich vorangeht und wie aus dem Urmenschen, aus der Urgestalt der Welt, dem Purusha, die Menschheit geschaffen worden ist. Aus dem Kopf die Brahmanen, aus der Brust die Kshatriyas, aus den Lenden diejenigen, die arbeiten und aus den Füßen ganz unten, was im Dreck ist, die untersten Kasten. Die Brahmanen sind natürlich oben, das ist klar. Wer hat dieses Hymnen gedichtet und erdacht? Natürlich die Brahmanen. Also Wissen, auch religiöses Wissen, ist Herrschaftswissen. Und der Buddha, das wissen Sie vielleicht, lehnt diese Begründung der sozialen Unterscheidungen ab. Sondern er sagt, nicht durch die Geburt wird jemand zu einem edlen Menschen, lassen Sie mich so sagen, sondern durch sein Verhalten, durch seine Bildung und Herzensbildung. Skeptisch gegenüber den Religionen, skeptisch gegenüber dem Opfer. Er sagt nicht, das Opfer muss abgeschafft werden, das ist böse. Er sagt nur, es ist wirkungslos. Mögen da opfern diejenigen, ja, in den Tempeln, beziehungsweise damals gab es noch nicht so Tempel, da gab es kleine Opferaltäre, man zog damit herum. Das ist alles ganz schön und gut, aber höhere Mächte, geistige Mächte lassen sich durch Rauch oder Duft oder so etwas, was dann durch das Opfer emporsteigt, natürlich nicht bestechen.
Die buddhistische Religionskritik ist also sehr gelassen. Aber sie ist die Kritik der Skepsis. Nicht, dass dem nichts entgegengesetzt würde. Die eigene Erfahrung wird entgegengesetzt und der Buddha zeigt die Wege zur Erfahrung und sagt schlicht und einfach: Spekulation, Opfer, Ritual bringt dich nicht dahin, wo du hin willst, sondern Erkenntnis, aber eine Erkenntnis, die nicht einfach aus der Vernunft kommt, sondern aus den tieferen Schichten des Bewusstseins. Und deshalb wird der Buddhismus dann weitgehend eine Meditationsreligion. Diese Skepsis finden wir, ich hatte Xenophanes schon erwähnt, natürlich durch die ganze europäische Geschichte hindurch. Und vielleicht am markantesten, und ich muss jetzt einfach auswählen, am markantesten formuliert von Feuerbach in seiner Religionskritik, die sowohl in seiner Schrift über das Wesen der Religion als auch über das Wesen des Christentums massiv zum Ausdruck kommt. Feuerbach, in diesem Punkt natürlich und wie in anderen, im Gefolge der Aufklärung stehend, möchte sagen, dass das, was die Menschen als Gott bezeichnen, das, was sie mit ihrer Fantasie als Gottesbilder formen und dann verehren, nichts anderes ist als ihr eigenes Wesen oder als ihre eigenen Möglichkeiten. In jedem Menschen ist das Göttliche oder ist Gott. Man projiziert es nach außen, um es anschauen zu können, um sich dazu verhalten zu können, aber im Wesentlichen und in Wirklichkeit ist es das eigene Wesen. Nun, das ist nicht neu. So etwas können Sie bereits in der deutschen Mystik lesen. Bei Meister Eckhart etwa, oder vielleicht noch stärker formuliert, bei Jakob Böhme im 17. Jahrhundert, dem Schuster und Mystiker aus Görlitz, der durch tiefe eigene Erfahrung, die dann wieder von Angelus Silesius, also in der ganzen Tradition zitiert wird, von Hegel zitiert wird: Gott ist Geist und dieser Geist ist im Menschen selbst. Du kannst nicht die Frage nach Gott beantworten, so Jakob Böhme, sondern die Kraft zu der Frage selbst, also deine intelligible Struktur, ist das Göttliche in dir. Feuerbach nimmt das auf, setzt es aber nun im Kontext des 19. Jahrhunderts in einen ganz anderen Zusammenhang. Feuerbach ist kein mystischer Theologe oder ein Kryptomystiker, sondern er sagt, wir müssen die Dinge umdrehen. Wir müssen aus Kandidaten des Jenseits, Theologen und religiöse Leute, die sich mit Gott und solchen Dingen beschäftigen, Studenten des Diesseits machen, um dieses Diesseits zu verändern. Jede Theologie ist in Wirklichkeit, so Feuerbach, Anthropologie. Und diese Anthropologie zu entwickeln, ist wichtig, damit sich die menschlichen Zustände verändern. Kant hatte gefordert, Aufklärung bedeutet, dass der Mensch aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit herauskommen müsse. Und diese Unmündigkeit ist nicht nur die Unmündigkeit gegenüber Gott, darauf kommen wir später, sondern die ist vor allem die Unmündigkeit in der feudalen Gesellschaft. Kant als Aufklärer will zeigen, der Mensch hat das Potenzial in seiner Vernunft. Er kann Gott nicht erkennen, er kann die letzten Gründe nicht erkennen, aber er kann für seine praktische Vernunft Postulate aufstellen, zum Beispiel das Postulat Gottes oder der Unsterblichkeit der Seele. Und das braucht er, um sich selbst zu verbessern oder zu vervollkommnen. Feuerbach greift das auf und sagt, wir müssen die Religion transformieren in eine Anthropologie oder in Ethik, die den Menschen verändert. Ich möchte Ihnen etwas Originalzitat, Originalsprache Feuerbachs vortragen. Aus seiner großen Schrift, Das Wesen der Religion. Die Religion, so Feuerbach, ist das kindliche Wesen der Menschheit. Aber das Kind sieht sein Wesen, den Menschen, außer sich. Als Kind ist der Mensch sich als ein anderer Mensch Gegenstand. Der geschichtliche Fortgang in den Religionen besteht deswegen darin, dass das, was der früheren Religion für etwas Objektives galt, also ein Gott außerhalb, nicht wahr,
jetzt als etwas Subjektives. Das heißt, was als Gott angeschaut und angebetet wurde, jetzt als etwas Menschliches erkannt wird. Die frühere Religion ist der spätere Götzendienst. Der Mensch hat sein eigenes Wesen angebetet. Der Mensch hat sich vergegenständlicht, aber den Gegenstand nicht als sein Wesen erkannt. Die spätere Religion tut diesen Schritt. Jeder Fortschritt in der Religion ist daher eine tiefere Selbsterkenntnis. Aber jede bestimmte Religion, die ihre älteren Schwestern als Götzendienerinnen bezeichnet, nimmt sich selbst, und zwar notwendig, sonst wäre sie nicht mehr Religion, von dem Schicksal, dem allgemeinen Wesen der Religion aus. Sie schiebt nur auf die anderen Religionen, was doch, wenn anders Schuld, die Schuld der Religion überhaupt ist. Weil sie einen anderen Gegenstand, einen anderen Inhalt hat, weil sie über den Inhalt der früheren sich erhoben, wähnt sie sich erhaben über die notwendigen und ewigen Gesetze, die das Wesen der Religion begründen. Wähnt sie, dass ihr Gegenstand, ihr Inhalt ein übermenschlicher sei. Aber dafür durchschaut das ihr selbst verborgene Wesen der Religion der Denker, dem die Religion Gegenstand ist, was sich selbst die Religion nicht sein kann. Und unsere Aufgabe ist es eben, nachzuweisen, dass der Gegensatz des Göttlichen und Menschlichen ein illusorischer, das heißt, dass er nichts anderes ist als der Gegensatz zwischen dem menschlichen Wesen und dem menschlichen Individuum. Dass folglich auch der Gegenstand und Inhalt der christlichen Religion ein durchaus menschlicher ist. Noch ein Absatz. Die Religion, wenigstens die christliche, ist das Verhalten des Menschen zu sich selbst. Oder richtiger, zu seinem Wesen. Aber das Verhalten zu seinem Wesen als zu einem anderen Wesen. Das göttliche Wesen ist nichts anderes als das menschliche Wesen. Oder besser, das Wesen des Menschen, abgesondert von den Schranken der individuellen, das heißt wirklichen, leiblichen Menschen, vergegenständlicht. Das heißt angeschaut und verehrt als ein anderes, von ihm unterschiedenes eigenes Wesen. Alle Bestimmungen des göttlichen Wesens sind darum Bestimmungen des menschlichen Wesens. Das ist Feuerbach im Originalton. Sie merken, wie er das von verschiedenen Seiten versucht zu wenden, aber es ist immer der gleiche Gedanke. Alle Theologie ist in Wirklichkeit Anthropologie. Religion ist Projektion nach außen. Und zwar Projektion entweder des menschlichen Zustandes oder der menschlichen Möglichkeiten. Hier unterscheiden sich dann auch die Denker der Religionskritik in seinem Gefolge. Glaube, der in der Religion, also das göttliche Wesen, außen vermutet, interpretiert, ihm vertraut, durch Kult, durch Religionspraktiken und so weiter verehrt, Glaube muss in Wirklichkeit durch Wissen ersetzt werden, durch Wissen über die Strukturen des Menschlichen, über die Psyche, über die Verhaltensformen des Individuums im Rahmen der Gesellschaft. Dann kann der Mensch, ich wiederholte schon diesen kantischen Satz, die Selbstaufklärung betreiben, die ihn aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit herausführt. Wissen also statt Glauben. Nun ist, wenn wir in diesen Aspekt jetzt intensiver hineingehen könnten, wenn wir ein ganzes Semester dafür hätten, natürlich diese Gegenüberstellung von Wissen und Glauben nicht neu. Das ist, wenn Sie wollen, das gesamte Thema der christlichen Theologie seit der Spätantike. Bereits die griechischen Philosophen, die ich erwähnt hatte, ganz am Schluss, ein Mann wie Boethius, also in der Stoa angesiedelt und dann noch weiter,
In ihrem Übergang zur christlichen Theologie haben dieses Programm, wie Glaube, das heißt Vertrauen in einen göttlichen Ursprung, durch Wissen begründet werden kann. Gesundheit. Die gesamte mittelalterliche Theologie beruht auf dem Satz, das ist ein klassischer scholastischer Satz, Fides querens intellectum. Also, Glaube sucht nach dem Verstehen, nach dem Intellekt. Das finden Sie bei Augustinus, das finden Sie dann durch die gesamte mittelalterliche Kirchengeschichte und das, was wir so als Scholastik gelegentlich etwas abtun und als einen Begriff von Spitzfindigkeiten apostrophieren, ist in Wirklichkeit, wenn man wirklich mal sich die Mühe machen würde, die Texte zu lesen, ein hochsensibles und gebildetes System, die grundlegenden Glaubenserfahrungen, also vor allem um die sogenannten Kardinaltugenden von Glaube, Liebe und Hoffnung formuliert, in Kategorien des Wissens, und das heißt dann vor allem natürlich seit Thomas von Aquin, der aristotelischen Philosophie auszudrücken. Diese Suche nach Wissen ist also nicht erst seit Feuerbach oder seit der Aufklärung da, sondern natürlich in den Erfahrungshorizonten und auch intellektuellen Horizonten der jeweiligen Zeit im Mittelalter gegeben. Deshalb ist also jetzt der, oder wäre die Vermutung falsch, wenn wir sagten, Glaube und Wissen ist ein Projekt der Aufklärung oder die Gegenüberstellung von Glaube und Wissen. Dass die beiden, Glaube und Wissen, auch in Konflikt miteinander geraten können, das zeigt sich bereits im 11., 12., 13. Jahrhundert. Aber man versucht es immer wieder neu zu fassen und neu zu denken. Nur in Klammern für diejenigen, die, na, einige von euch sehe ich, die mit in Chartres waren, nicht wahr? Dort sieht man es anschaulich, die Schule der Platoniker oder der Neuplatoniker, die Schule von Chartres, um Alanus ab Insulis und andere, und die Schule der Aristoteliker, die in Paris an der Universität verankert waren, haben sich heftig intellektuell bekriegt, weil genau diese Fragestellung platonisch oder aristotelisch mit allen Folgen, eine Frage letztlich nach der Art und Weise der Begründung des Glaubens war. Also, das ist nicht ganz neu. Was ich mit diesen Bemerkungen, die etwas ungewöhnlich sind, sagen will, ist, Feuerbachs Projektionstheorie, die hier natürlich mit der Frage nach Glauben und Wissen zusammenhängt, ist nicht notwendigerweise mit dieser Frage verknüpft. Oder anders ausgedrückt, die Differenz oder die Problematik von Glaube und Wissen zu denken, muss nicht unbedingt zur Feuerbachschen Religionstheorie und Projektionstheorie führen, in dem Sinne, wie ich sie eben dargestellt hatte, und das werde ich Ihnen später dann noch zeigen. Das war die zweite Form der Religionskritik. Wir hatten als erste die Skepsis, die zweite die Projektionstheorie, wie sie aus der Antike überliefert ist, von Xenophanes und jetzt hier bei Feuerbach sich besonders deutlich ausgedrückt hat. Die dritte ist die Kritik an den jeweiligen Göttern der anderen. Ich lese Ihnen dazu einen Text vor, den Sie vermutlich kennen, aber vielleicht auch nicht, man weiß das heute nicht mehr so. Ein Text aus der Bibel. Die Bibel ist das Buch, was der europäischen Religionsgeschichte zugrunde liegt. Die Bibel ist in sich nicht einheitlich, sie ist erst überhaupt als Bibel, Bibel heißt nur Buch, zusammengestellt worden in späterer Zeit, sondern sie besteht zunächst mal aus der Tora, aus dem Tenach und dann später dem, was das Neue Testament noch hinzugebracht hat. Jetzt versuche ich, meinen Text zu finden, finde ihn aber noch nicht. Mal sehen, was passiert. Habe ich das so schön abgeheftet und wollte Ihnen das vortragen? Das finde ich nicht. Tief betrübt. Nee, das ist er nicht. Das gibt Ihnen eine Verschnaufpause. Ich will den Text suchen, denn ich weiß, dass ich ihn habe.
Das wäre jetzt dann fast Gelegenheit, über die Schöpfung zu sprechen. Ja? Es werde Licht. Dankeschön, und damit habe ich ihn auch gefunden. Großartig, was die Technik als Nachvollzug der Schöpfung leistet. Das war ja fast ein Kommentar zu Feuerbach. Jetzt sind wir aber beim nächsten. Ich trage ihn vor aus dem Psalm 115. Warum sollen die Heiden sagen, also die Goyim, ne? Warum sollen die Heiden sagen, wo ist denn ihr Gott? Unser Gott ist im Himmel. Er kann schaffen, was er will. Ihre Götzen aber sind Silber und Gold von Menschenhänden gemacht. Sie haben Mäuler und reden nicht. Sie haben Augen und sehen nicht. Sie haben Ohren und hören nicht. Sie haben Nasen und riechen nicht. Sie haben Hände und greifen nicht, Füße haben sie und gehen nicht, und kein Laut kommt aus ihrer Kehle. Die solche Götzen machen, sind ihnen gleich, alle, die auf sie hoffen. Aber Israel hoffe auf den Herrn. Er ist ihre Hilfe und Schild. Typische Religionskritik: Unser Gott taugt, euer Gott ist nur Projektion. Unserer natürlich nicht. Das finden Sie, und das ist ja fast Zitat, bereits in der ägyptischen Religionsgeschichte. Im Mittleren Reich, ich erwähnte es schon, tritt ein Pharao auf, der religionskritisch und gesellschaftskritisch den ganzen Staat umkrempeln will. Er lässt die Heiligtümer an verschiedenen Stellen Ägyptens, Ober- und Unterägyptens, nicht gerade einebnen, aber doch verkommen, erklärt Kraft seiner Autorität als Pharao, und das war damals schon natürlich der entweder von Gott erwählte oder tatsächlich von Gott eingesetzte Stellvertreter Gottes auf Erden, erklärt, es gibt nur einen Gott. Alle anderen sind unwirksam. Echnaton greift Echnaton, nicht wahr heißt das, Aton, den Sonnengott, die Sonne als das eine Grundelement, als das eine, auf das alles zurückgeführt werden kann und muss, heraus und betrachtet dies als allein anbetungswürdig. Alle anderen, ich könnte jetzt fast also zitieren in dieser schönen, saftigen Luther-Übersetzung, nicht wahr, sie haben Mäuler und reden nicht und so weiter. Ja, philosophisch ist das kein Problem, kultisch schon, denn an diesen vielen Heiligtümern für verschiedene Götter hängen ja ganze Tempelhierarchien. Da hängt ein ganzer Berufsstand dran, die natürlich eifersüchtig darüber wachen, ihre Privilegien, ihren Beruf als Priester an den verschiedenen Tempeln bewahren zu können. Weshalb dann, kaum war Echnaton gestorben, die ganze Geschichte wieder umgedreht wurde, die Machtverhältnisse waren so. Machtverhältnisse ändern sich manchmal über Nacht, wie wir wissen. Die Machtverhältnisse waren so, und alles, was mit dieser monotheistischen Versuchung, die Echnaton dort versucht hatte einzuführen, verbunden war, wurde aus dem kulturellen Gedächtnis, wie Jan Assmann das nennt, der Ägypter ausgelöscht. Bis dahin, dass sie auf den ganzen ägyptischen Tempeln und überall, wo der Name Echnaton irgendwo mal aufgetreten ist, ein Gekrakel finden, beziehungsweise ausgekratzt finden. Das Gedächtnis dieses Frevlers, der Religionskritiker war, nicht wahr, wurde ausgelöscht. Aber dort haben wir eben zum ersten Mal wirklich greifbar den Versuch, einen Monotheismus zu formen, und das hat dann gewirkt. Sie wissen, die hebräische Bibel ist davon geprägt. Die Hebräer, um den Namen Mose herum, natürlich haben in Ägypten gewohnt und diesen Impuls mitgebracht. Diese Kritik jeweils an den anderen Göttern ist also alt. Sie ist der indischen Religionsgeschichte inhärent, der chinesischen, der ägyptischen und natürlich auch der jüdischen, oder sagen wir der israelitischen. Mose hat zwar, und das sehen Sie in den 5 Büchern Mose, den Monotheismus versucht. Und die Priesterschaft, die das dann tradiert hat, im Exodusbuch und in weiteren Büchern,
Jahwe Echad, Jahwe ist ein einiger, ein einziger Gott, versucht zu propagieren, aber aus allen Zeugnissen, sowohl der Archäologie als auch der späteren hebräischen Propheten, wissen wir, dass dies keineswegs so schnell funktioniert hat. Dass die Leute nicht nur in Samaria, sondern auch sonst auf den Bergen, in den Häusern, die Fruchtbarkeitskulte, die Fruchtbarkeitsgöttin weitergepflegt haben. Weil man kann nie sicher sein, nicht wahr? Die hebräischen Propheten, nehmen Sie Amos und alle, die dann kommen, Sacharja ganz besonders, wettern dagegen, weil die Israeliten eben eine andere Religion haben als das, was die Norm ist, die wir heute im mosaischen Gesetz lesen. Die Propheten wären undenkbar, wenn nicht dieser Widerspruch existiert hätte. Also die Kritik an den jeweils anderen Göttern zieht sich durch die ganze Religionsgeschichte dorthin durch. Und Sie können sicher sein, dass auch die Bewegungen im ersten Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung, die Jesusbewegung und andere Bewegungen, vorher schon die Bewegung der Nasiräer und dann der Essener, die wir dort haben, alle auf die Fahnen geschrieben hatten, es geht um das eine, es geht darum, die kultischen Abweichungen, das Viele und das Durcheinander und dann natürlich, wie ich auch schon sagte, soziale Differenzen begründende Opferwesen abzuschaffen. Es kommt auf eine innere Umkehr des Menschen an. Das war das, was die Propheten bereits verkündet hatten. Großer Begriff, nicht wahr? Schub, der dann auf Griechisch übersetzt Metanoia heißt, das ist das, womit die Botschaft Jesu anfängt. Die innere Umkehr des Geistes, nicht die verschiedenen Tempelrituale. Diese Religionskritik zieht sich durch die ganze christliche Religionsgeschichte durch, in verschiedensten Formen der Reformation auf das eine. Viele, viele Altäre brauchen wir nicht, wir brauchen einen. Viele, viele Bilder brauchen wir nicht, wir brauchen eines oder gar keins, aber ein Inneres. Wir brauchen den Logos, Gott in seinem Wort, nicht in der Vielfalt sinnlicher Formen. Solche Religionsbewegungen innerhalb der christlichen Geschichte hat es viele gegeben. Ich denke jetzt keineswegs nur an Jan Hus, Huldrych Zwingli oder Martin Luther, sondern das gab es bereits vorher und nachher. Es ist ein Modus oder wie ich sage, eine interne Struktur jeder Religion. Den vierten Gesichtspunkt hatte ich eben schon gestreift. Das ist die kultische Religionskritik. Ich hatte schon den Buddha erwähnt, der die vedischen Opfer als irrelevant bezeichnet. Oder sehr deutlich und ihnen vertraut, als Sprichwort geradezu in die Umgangssprache eingegangen, das Wort Jesu. Der Sabbat ist um des Menschen willen gemacht und nicht der Mensch um des Sabbat willen. Und diesen Satz kann man ja jetzt anwenden auf alle verschiedenen Religionsformen. Sie sind dazu da, dem Menschen zu dienen. Der Kult ist eine Veranstaltung, die dazu dient, den Menschen aus den alltäglichen Verrichtungen heraus zu katapultieren, damit er sich auf das Wesentliche besinnt, was hinter der Welt der Vielfalt, der Erscheinung von Raum und Zeit liegt. Und ist nicht dazu da, dass es in einem immer weiter ausgefeilten Gesetz und einer Gesetzlichkeit sich erschöpft. Und die dann, wenn der Mensch ihr genügt und diese Gesetzlichkeit einhält, dazu führen würde, dass er, sagen wir es ganz einfach und simpel, das Seelenheil erlangt. Auch diese Kritik, die jetzt ganz klingt wie die reformatorische Kritik, ist es auch, an dem Ablasswesen, an den Winkelmessen, an den Seelenmessen, an den vielen, vielen kultischen Verrichtungen. Auch diese Kritik ist in der Reformation ja nicht neu gewesen. Die geht zurück bis auf Jesus, die ist in der benediktinischen Tradition anzutreffen, die ist in den Reformen der Reformbenediktiner von Cluny anzutreffen, in mittelalterlichen Bewegungen bei den Franziskanern ohnehin quer durch die Religionsgeschichte. Der Kult ist etwas, was der Mensch braucht, weil der Mensch ein sinnliches Wesen ist, um sich sinnlich des Transzendenten zu vergewissern, um es zu inszenieren, weil durch eine Inszenierung, das kennen Sie alle aus dem Theater, werden Sie emotional, sozial tiefer betroffen und erschüttert, als wenn Sie die Dinge nur intellektuell wahrnehmen durch Lektüre.
Das geht tiefer. Dazu ist der Kult da. Aber er dient, so alle diese Religionsgründer, Buddha, Jesus, Mohammed, andere, er dient dazu, den Menschen auf das eine, auf das Wesentliche, auf das Göttliche zu richten, was immer das ist. Das bleibt ja nach den ersten Bemerkungen zur Skepsis jetzt erstmal unbenannt. Das also ist wesentlich, nicht wahr? Kultische Religionskritik, Kritik am Kult, das ist das Entscheidende in dieser Dimension. Das schließt natürlich auch ein. Kult bedeutet ja nicht nur eine bestimmte rituelle Praxis in Tempeln oder auf der Wiese, oder im Hause, sondern Kult schließt auch ein, und ich spiele jetzt ein wenig mit den Worten, den Kult um das eigene intellektuelle Erkennen. Den Kult um die eigene Meinung, den Kult um die eigene Theologie, um die eigene Reflexionsstufe. Auch das kann ich ja geradezu als Ersatz für das unbenennbare Göttliche betrachten. Das heißt, ich identifiziere nicht mehr mit dem immer größeren Göttlichen. Der lateinische Spruch der christlichen Tradition dazu ist Deus semper major. Gott ist immer größer als alles, was der Mensch produzieren, denken, machen kann, sondern ich identifiziere meine jeweilige Form und Fasson, nach der ich selig oder auch nicht werde, projiziere diese und sage, so ist das Göttliche. Und wenn du das nicht genauso hast, dann schlage ich dir noch nicht nur den Schädel ein, sondern muss ich dich ausrotten, denn du bist ein Schädling. Das kennen wir in der Religionsgeschichte, besonders in der christlichen, natürlich zur Genüge. Weil man geradezu, und das ist ja das Peinliche in der christlichen Tradition, das zweite Gebot aus dem mosaischen Gesetz einfach gestrichen hat. Du sollst dir kein Bildnis machen. Das steht da als eins der 10 Gebote. Haben wir einfach rausgestrichen. Warum? Weil die Religion Bildnisse braucht und diese Bildnisse aber dann, und deshalb steht dieses Gebot ja da drin, wie wir sagen, verabsolutiert. Sie nimmt das Bild, die Ikone für das, was sie bezeichnet. Sie verwechselt Bezeichnetes und Bezeichnendes. Ein Problem der gesamten semiotischen Theorie heute in der Sprache, aber das ist ein Religionsproblem. Und das wäre uninteressant oder wäre eine intellektuelle Glosse, wenn eben nicht Menschen, menschliche Gruppen, sich mit den Bildern, die sie produzieren, identifizieren würden. Und diese Identifikation dann für ihr Sicherheitsbedürfnis wichtig wäre, dass man dann verteidigt und jeweils bekämpft, wenn der andere, die andere ein anderes Bild hat. Das ist nicht nur in der Religionsgeschichte so, aber dort wird es brisant, nicht wahr? Und das hängt letztlich mit dieser kultischen Kritik zusammen, denn auch die Bilder, auch die abstrakten Bilder, die Begriffe, sind letztlich ein Kultrahmen für die Vernunft. Nun hat die historisch-kritische Forschung seit dem 18. Jahrhundert etwa in Europa an den Universitäten verbreitet, genau dies zum Inhalt theologischen Arbeitens gemacht. Das heißt, die religiöse Selbstkritik, genau in diesem Punkt, vor allem der kultischen Religionskritik, ist zum Beweger der intellektuellen Anstrengung der Religion selbst geworden. Das ist eine spannende Geschichte, die wir in dieser Konsequenz und Radikalität in anderen Religionen so, wie mir scheint, nicht kennen. Man geht mit den Mitteln philologischen und historischen Arbeitens, also historisch-kritisch, an die Ursprungstexte selbst heran, die ja bis ins 19. Jahrhundert hinein sogar als verbal inspiriert, göttlich inspiriert galten, und sagt, Moment, das sind alles Formulierungen, die sich aus der damaligen Zeit ergeben, das sind alles Projektionen von Menschen, die diese Texte geschrieben haben, die diese Bilder entwickelt haben, auf dem Hintergrund, und bitte, man schüttet natürlich das Kind nicht mit dem Bade aus, auf dem Hintergrund einer Inspiration, die von Jesus oder Paulus oder wem selbst gekommen ist. Aber die Art der Formulierungen, die Art der Tradierungen, die Form, in die man das bringt, das ist ja, dem jeweiligen Zeitgeist, den Zeitumständen geschuldet. Weshalb man, und das ist geradezu der religiöse Impuls, möchte ich sagen, der historischen kritischen Forschung, weshalb man sich nicht an irgendwelche Formulierungen, Bilder und dergleichen hängen darf. Deus semper major,
könnte man als, wie mir scheint, spirituelle Überschrift für das Unternehmen der historisch-kritischen Forschung bezeichnen. Und das ist signifikant und das ist etwas Besonderes in der europäischen Entwicklung. Zunächst hat sich das auf dem Hintergrund der Renaissance, nicht wahr, im Humanismus entwickelt, des neuen Sprachenlernens, des neuen Sprachenerkennens, des Hebräischen, Reimarus etwa, dann des Griechischen in die Ursprachen zu gehen, in die historischen Situationen hineinzugehen. Es ist dann Allgemeingut der Aufklärung und der historischen Forschung im 19. Jahrhundert geworden und hat dann aber auch, weil es so eine Kraft hat, die katholische Theologie, die sich zunächst dagegen gesträubt hat, aus naheliegenden Gründen, erfasst und ist heute auch aus dem katholischen theologischen Betrieb nicht mehr wegzudenken. Ja, es ist weitergegangen. Im späten 19. Jahrhundert sind solche Überlegungen und solche Methoden dann auch in die asiatischen Kulturen gekommen, nach Indien, Japan und auch nach China und haben dort zu einem Sprengsatz beigetragen, die traditionellen Religionen im Geiste eben dieses aufklärerischen Impulses neu zu formieren und zu formulieren. Das war die vierte Form von Religionskritik. Die fünfte Form von Religionskritik möchte ich als die soziale Religionskritik bezeichnen. Und hier ist natürlich der große Name, besonders in diesem Jahr, als allererster zu nennen, Karl Marx, der dies vorgetragen hat in einer Weise auf dem Hintergrund von Feuerbach, die nun die ganze moderne Auseinandersetzung mit Religion bis heute geprägt hat. Der Satz, Religion ist Opium des Volkes, von Marx, muss ein bisschen eingebettet werden in die marxische Philosophie, in die marxischen Überlegungen. Nun ist Marx natürlich kein Monolith, allenfalls liest man das Kapital und seine ökonomischen Theorien und seine Finanztheorien, aber er hat zusammen mit Friedrich Engels, einen historischen Materialismus entwickelt, indem er die Entwicklung der Menschheit aus den Thesen, sagen wir, des ökonomischen Wachstums und der damit verbundenen Arbeit, die der Mensch leistet und wo er durch die Arbeit zu sich selbst kommt, sein eigenes Wesen entfaltet, darstellt. Das ist also ganz wesentlich auch eine Anthropologie. Marx geht aus von Feuerbach und die frühen, berühmten Pariser Manuskripte von Marx von 1844, die dem Kapital und auch dem Kommunistischen Manifest lange vorausgehen, tragen noch sehr stark den Geist Hegels und auch der feuerbachischen Geistigkeit. Was ist eigentlich Geist und wie kommt Geist in menschlicher Erfahrung vor? Hören Sie einige der Feuerbach-Thesen. Also jetzt Originalzitat Karl Marx. Die vierte These. Feuerbach geht von dem Faktum der religiösen Selbstentfremdung, der Verdopplung der Welt in eine religiöse und eine weltliche aus. Nicht wahr? Die religiöse, das ist die an den Himmel projizierte und die weltliche. Feuerbach geht von diesem Dualismus aus. Seine, Feuerbachs Arbeit, besteht darin, die religiöse Welt in ihre weltliche Grundlage aufzulösen. Das haben wir gehört. Theologie in Anthropologie. Aus Kandidaten des Jenseits, Studenten des Diesseits. Also, nochmal Marx. Seine Arbeit besteht darin, die religiöse Welt in ihre weltliche Grundlage aufzulösen. Aber dass die weltliche Grundlage sich von sich selbst abhebt und sich ein selbstständiges Reich in den Wolken fixiert, ist nur aus der Selbstzerrissenheit und sich selbst widersprechen dieser weltlichen Grundlage zu erklären. Kurz interpretiert. Marx fragt, ja, wie kommt denn das, dass die Menschen auf so eine Idee kommen, Religion zu gründen und so einen Gott an den Himmel zu projizieren, statt bei sich selber zu bleiben? Weil die Verhältnisse, unter denen der Mensch lebt, wie gesagt, selbst zerrissen und selbst widersprechend sind. Und das meint er in seinen frühen Schriften, psychologisch, anthropologisch und sozial. Es wird in seiner späteren Entwicklung immer mehr auf das Soziale, auf das Politische, Ökonomische, beziehungsweise auf die politische Ökonomie reduziert. Also diese Grundlage, diese weltliche Grundlage, jetzt weiter Marx, diese selbst, diese Welt, muss also in sich selbst sowohl in ihrem Widerspruch verstanden als praktisch revolutioniert werden.
Also nachdem zum Beispiel die irdische Familie als das Geheimnis der heiligen Familie entdeckt ist, muss nun erstere, also die irdische Familie, selbst theoretisch und praktisch vernichtet werden. Sechste Feuerbach-These. Feuerbach löst das religiöse Wesen in das menschliche Wesen auf. Aber das menschliche Wesen ist kein dem einzelnen Individuum innewohnendes Abstraktum. In seiner Wirklichkeit, und jetzt kommt die ganz berühmte Formulierung, ist es das Ensemble der gesellschaftlichen Verhältnisse. Autonomie, große Projekt Kants, nicht wahr? Aber bitte, sagt Marx, lange vor Sigmund Freud, wer ist denn autonom? Ich bin das Produkt aus den Verhältnissen, in denen ich aufgewachsen bin. Erziehungsmäßig, sozial, sprachlich, in jeder Hinsicht. Der einzelne Mensch ist nicht einzeln, sondern ist nur verstehbar aus den sozialen Verhältnissen, in denen er lebt. Und die sozialen Verhältnisse sind natürlich das, was wiederum Einzelne prägen. Aber die sozialen Verhältnisse gehen zunächst mal entwicklungsbiologisch und entwicklungstheoretisch dem voraus, was ein Einzelner dann wird. Deutlich an der frühkindlichen Erziehung zu sehen, an der Sprache und allem. Marx und Engels analysieren das dann zur Genüge im Rahmen ihrer Zeit. Es ist also, und ich komme ja noch darauf, nicht erst Sigmund Freud gewesen, der darauf hingewiesen hat, dass der Mensch nicht ganz zu Hause sei in seinem eigenen Ich, sondern dass es die gesellschaftlichen Verhältnisse ihn prägen. Hier, bitte, bei Marx in den Feuerbach-Thesen können Sie das sehen, und zwar, wie Sie sehen, aus seiner Betroffenheit. Marx sieht, die Gesellschaft muss revolutioniert werden. Und wenn Sie daran denken, was für gesellschaftliche Verhältnisse dort in den frühindustrialisierten, frühkapitalistischen Verhältnissen in England, Engels hatte diese Verhältnisse genau studiert, aber auch in Deutschland existierten, denken Sie an die schlesischen Weber nur, das ist vielleicht von Hauptmann vertraut, dann ist dieser revolutionäre Schrei des Karl Marx ein zutiefst humanistisches Anliegen. Was man dann später daraus gemacht hat, ist eine andere Geschichte. Aber das ist eine Geschichte des Christentums ja auch so. Damit darf man aber auch hier nicht das Kind mit dem Bade bzw. den ursprünglichen Impuls ausschütten. Siebte Feuerbach-These. Ich mache hier noch einige vortragen, die sind ja auch so knackig formuliert, das sind eben Thesen. Feuerbach sieht daher nicht, dass das religiöse Gemüt, das wir so als das Gewissen oder die religiöse Anschauung, das religiöse Gemüt bezeichnen, selbst ein gesellschaftliches Produkt ist. Und dass das abstrakte Individuum, das er, Feuerbach, analysiert, einer bestimmten Gesellschaftsform angehört. Marx ist natürlich gebildet genug gewesen, auch gerade auf seinem jüdischen Hintergrund, zu wissen, dass Menschen in der Antike, Menschen im Frühmittelalter, im Spätmittelalter anders gelebt haben, ein anderes Selbstbild und ein anderes Gesellschaftsbild und natürlich ein anderes Gottesbild hatten, als seine Zeitgenossen im 19. Jahrhundert. Diese Feuerbachsche, letztlich auch bei Hegel natürlich verankerte Form eines abstrakten Individuums, der Mensch, ja, der Mensch ist so und so, kritisiert Marx, weil er sagt, der Mensch ist als Ensemble der gesellschaftlichen Verhältnisse ein historisches Wesen, so würden wir das heute sagen, und entsprechend geformt. Er mag Anlagen haben, so sagen wir das heute, die ihn in bestimmter Weise dazu und zu jenem und zu diesem befähigen, aber diese Anlagen, wie man heute sagt, zu exprimieren, also Potenzielles im Menschen zum Aktuellen zu wenden, das ist eine Folge, in heutiger Sprache wieder ausgedrückt, der Umwelt. Der Anpassung an die Umwelt, in evolutionstheoretischen Terminologie ausgedrückt. Und das ist für Marx natürlich hier die Gesellschaftsform. Und auch das religiöse Gemüt, das wir als, was wir als das Innerste der Gottesbeziehung bezeichnen, ist ganz wesentlich geprägt von den sozialen Faktoren, von der Ökonomie, von der sozialen Hierarchie, in der man lebt. Und Sie brauchen sich nur die entsprechenden Schriften aus den Religionen, alten Religionen anzuschauen. Rigveda 10,90, diese Purusha Sukta mit den Brahman, Kshatriyas und so weiter, das hatte ich schon zitiert, findet seine Parallelen natürlich ganz genauso in
der hebräischen Bibel, auch in der griechischen Bibel denken Sie natürlich daran, was eben dort Paulus, der ansonsten außerordentlich liberal denkt, wie ich finde, aber zu den Frauen und ihrer Stellung sagt. Nun ja, wir sagen, das ist Zeitgeist. Das ist das Ensemble der gesellschaftlichen Verhältnisse. Also, ein abstraktes religiöses Gemüt, wie es etwa Schleiermacher formuliert hatte, 1799 in seinen Reden über die Religion. Religion ist Sinn und Geschmack für das Unendliche, zweite Rede, nicht wahr? Ein solches Allgemeines gibt es nicht, sondern man muss konkret schauen. Und nun, die berühmte Feuerbach-These, die berühmteste von allen, weil sie auch die kürzeste ist. Die Philosophen haben die Welt nur verschieden interpretiert. Es kommt darauf an, sie zu verändern. Daran sehen Sie schon, es geht Marx nicht um die Analyse um der Analyse willen, sondern um die Veränderung der gesellschaftlichen Verhältnisse. Und er sucht sich, und das ist, wenn Sie so wollen, gut christliche, europäisch-religiöse Tradition, er sucht sich als Subjekt dieser Veränderung die Gruppe, die am meisten leidet. Das Leiden ist das Transformative. Und das ist in seiner Zeit das Proletariat. Darum ruft er das Proletariat aus als Träger eines neuen Bewusstseins, das dieses Bewusstsein nun in der Geschichte verwirklichen soll. Wobei auch Marx hier in seiner Religionskritik einen merkwürdigen Widerspruch oder eine merkwürdige, wie soll ich sagen, Doppelstrategie schon im Denken und dann auch in der Praxis hat. Auf der einen Seite sagen Marx und Engels, das ist dann vor allem eine Ausarbeitung von Friedrich Engels gewesen, in ihrer Theorie des historischen Materialismus, dass sich die gesellschaftlichen Verhältnisse aufgrund der sich verändernden Produktionsverhältnisse oder der Produktivkräfte, wie er das nennt, das heißt vor allem der Technik und der Innovationskraft in der Industrie, von ganz alleine verändern. Der Übergang von der, ich gehe jetzt mal durch den historischen Materialismus durch, von der Sklavenhaltergesellschaft zur Feudalgesellschaft, zur kapitalistischen Gesellschaft und dann schließlich zur kommunistischen, ist zwangsläufig. Das ist eine Art Heilsgeschichte. Das läuft von alleine ab. Nicht, weil Gott da eingreift, sondern weil die Produktivkräfte sich so entwickeln. Gleichzeitig aber braucht dieses neue Bewusstsein, diejenigen, die das erkennen, also hier in der Ideologie der Marx'schen Kritik, die das erkennen, einen Träger, einen sozialen Träger, die, obwohl es von alleine abläuft, es doch befördern, es doch kämpferisch als Partei im politischen Geschäft umsetzen, und zwar gewaltsam. Und das ist das Proletariat, das zur Herrschaft streben muss. Also einerseits passiert die Evolution, wir könnten sagen, die Creatio Continua, die Schöpfung von alleine. Andererseits muss der Mensch, der das erkennt, sich engagieren und diesem, wenn man so will, einerseits historisch objektiven Prozess, andererseits aber subjektiven, vom Menschen gemachten, zum Durchbruch verhelfen. Das ist eine interessante, wie mir scheint, Lesart Marxens, die vielleicht noch gar nicht genug entdeckt worden ist, dass sie nämlich ihre Wurzeln in Denkformen hat, die natürlich auf das Judentum und das Christentum zurückgehen. Jetzt möchte ich aber einen Religionskritiker, dem Karl Marx, an die Seite stellen, der ganz wesentlich auf der einen Seite dieses soziale Kritikparadigma repräsentiert, Religionskritikparadigma, auf der anderen Seite aber auch das Kognitive, Glaube und Wissen, über das ich schon gesprochen hatte. Und das ist ein Name, den Sie alle kennen, aber vielleicht in dieser Radikalität noch nicht wahrgenommen haben. Dietrich Bonhoeffer. Dietrich Bonhoeffer ist in seiner Theologie, in seiner Religionskritik beißend scharf. Natürlich, Sie wissen, er ist Märtyrer geworden, weil er mitverwickelt war, mit aktiv war im Hintergrund der Stauffenbergschen Versuche, Hitler zu beseitigen. Bonhoeffer war aber lange vorher bereits in seiner Sammlungsbewegung von jungen Studenten und so weiter die Aufmerksamkeit der Gestapo auf sich gezogen, weil sie erkannten, was hier passiert, ist
die Formierung einer neuen Religion, zum Teil mit Mitteln der christlichen Religion, also eine Vermischung von Religion und christlichem Anspruch, nur Gott Gott sein zu lassen, wie Karl Barth das formuliert hat, der Dietrich Bonhoeffer nahegestanden hat, und umgekehrt, wo eine Vermischung stattfindet in dem Kultischen, in dem Sehnsucht des Menschen, in einer Masse unterzugehen, in einer Masse aufzugehen, zu einem großen gesellschaftlichen Ziel beizutragen und vor allem in dem Modus wir und die anderen, alte Religionsparadigmen wiederholt. Und Dietrich Bonhoeffer kommt zu dem Schluss, alle diese religiöse Sprache, alle diese religiösen Formen haben sich erledigt. Ich zitiere Bonhoeffer. Wir gehen einer völlig religionslosen Zeit entgegen. Die Menschen können einfach, so wie sie nun einmal sind, nicht mehr religiös sein. Unserem ganzen bisherigen Christentum wird das Fundament entzogen. Und es sind nur noch ein paar letzte Ritter oder ein paar intellektuell Unredliche, bei denen wir religiös landen. Bonhoeffer geht, so wie ich ihn jedenfalls lese, von diesem sozialen, von dieser Lüge der modernen Religion aus, von dieser Vermischung von staatlichen Interessen, von Machtinteressen und Religion. Aber er geht dann natürlich noch weiter. Bonhoeffer ist ein gebildeter Mann, der die Naturwissenschaft seiner Zeit wahrnimmt, und er sagt, wir können diese alten mythischen, mythologischen Denkformen nicht in die Moderne transportieren. Was soll denn diese ganze Opfergeschichte mit Jesus und so weiter und so fort? Das sind Denkformen, die nur Sinn machen im Rahmen eines solchen Opfermythos, wie er die alten Kulturen geprägt hat. Aber bitte, das ist doch nicht die Denkform des modernen Menschen. Es sind allenfalls ein paar intellektuell Unredliche, die das aus Identitätsgründen oder sozialen Kommoditäten oder so etwas noch pflegen. Das religiöse Landen bei denen meinte hier so ein bisschen die Theologie, die versucht, sich anzupassen, Naturwissenschaft und Religion irgendwie noch miteinander zu vermitteln, oder das, was wir noch nicht erkannt haben, da kommt dann eben Gott hinein. Aber Bonhoeffer sieht ganz genau die Physik, damals die Leitwissenschaft der Zeit, heute wäre es die Neurobiologie, schreitet voran, und überall, wo wir Gott noch als Lückenbüßer, wie es dann hieß, einsetzen, wird diese Stelle irgendwann von monokausal hergestellten materialistischen Wissen ersetzt werden. Nochmal Bonhoeffer. Die Religiösen sprechen von Gott, wenn menschliche Erkenntnis zu Ende ist oder menschliche Kräfte versagen. Es ist eigentlich immer der Deus ex machina, das heißt der Gott aus der Maschine, den sie aufmarschieren lassen. Entweder zur Scheinlösung unlösbarer Probleme oder als Kraft beim menschlichen Versagen. Immer also in Ausnutzung menschlicher Schwäche, beziehungsweise an den menschlichen Grenzen. Und das lehnt er ab. Das ist so radikal formuliert wie Nietzsche oder Marx. Und es ist Bonhoeffer, christlicher Theologe, der, ich sagte es schon, innerreligiös die schärfste Religionskritik anbringt. Und weiter. Bonhoeffer, ich will also darauf hinaus, dass man Gott nicht noch an irgendeiner letzten Stelle hineinschmuggelt, sondern dass man die Mündigkeit der Welt und des Menschen einfach anerkennt. Wir können nicht redlich sein, ohne zu erkennen, dass wir in dieser Welt leben müssen. Et si Deus non daretur. Das ist nur ein Zitat, was schon aus der Aufklärungszeit kommt. Also, dass wir Wissenschaft betreiben und so leben, als ob Gott nicht existierte, als ob es Gott nicht geben würde. Et si Deus non daretur. Als wenn Gott nicht gegeben wäre, wörtlich übersetzt. Der Auferstehungsglaube ist nicht die Lösung des Todesproblems. Das Jenseits Gottes ist nicht das Jenseits unseres Erkenntnisvermögens. Gott ist mitten in unserem Leben jenseitig. Und was das bedeutet, ist
weniger Inhalt der Bonhoeffer-Exegese, das ist schwierig, weil das ja auch Fragmente sind und dann viele Briefe sind und Bonhoeffer das nie hat zu Ende denken können, weil er dann ermordet wurde von den Nazischergen. Aber es ist in der Predigt, in der evangelischen Predigt und zum Teil auch in der katholischen geradezu ein Diktum des modernen Glaubens geworden. Gott ist mitten in unserem Leben jenseitig. Und ich will Ihnen dafür noch mal ein Zitat bringen, wie Bonhoeffer diese Radikalität nun begründet. Er sagt nämlich, das ist nicht seine eigene Fantasie oder Versuch, nur dieses Dilemma der Verknüpfung von Nazi-Ideologie und christlichen Kirchen irgendwie zu benennen, sondern es ist für ihn in der biblischen Exegese, in der Lesart der Bibel begründet. Er findet diese Einsicht, die er hier so radikal formuliert, gerade im Evangelium. Zitat: Gott selbst zwingt uns zu dieser Erkenntnis der unumkehrbar mündig gewordenen Welt. Der Gott, der mit uns ist, ist der Gott, der uns verlässt. Gott lässt sich aus der Welt herausdrängen am Kreuz. Gott ist ohnmächtig und schwach in der Welt und gerade und nur so ist er bei uns und hilft uns. Nicht Kraft seiner Allmacht, sondern Kraft seiner Schwachheit, seines Leidens. Die Religiosität des Menschen weist ihn in seiner Not an die Macht Gottes in der Welt. Gott ist der Deus ex machina. Die Bibel aber weist den Menschen an die Ohnmacht und das Leiden Gottes. Nur der leidende Gott kann helfen. Insofern kann man sagen, dass die beschriebene Entwicklung zur Mündigkeit der Welt, das ist ja wie gesagt ein Rückzug, also eine Rückbeziehung auf Kant, Entwicklung zur Mündigkeit der Welt, durch die mit einer falschen Gottesvorstellung aufgeräumt wird, den Blick frei macht für den Gott der Bibel, der nur durch seine Ohnmacht in der Welt Macht und Raum gewinnt. Und der bezieht sich natürlich hier ganz besonders auf Paulus, Römer 1, wo eben die Torheit des Kreuzes als Inbegriff der Erkenntnis Gottes gepriesen wird. Was das im Einzelnen heißt und wie das dann gedacht werden kann, können wir jetzt nicht erörtern. Aber Sie sehen, hier kommt diese marxische Religionskritik nochmal zu einem ganz großen Wucht aus der Religion selbst mit biblischer Begründung. Natürlich spielt bei dieser Kritik, bei dieser sozialen Kritik, wir sind immer noch bei dem fünften Paradigma von Religionskritik, die Theodizee eine entscheidende Rolle. Wie kann Gott gerecht sein angesichts des Leidens in der Welt? Bereits antike Denker hatten formuliert, Gott ist ein völlig unmögliches Konstrukt, denn entweder ist er allmächtig, dann ist er nicht gut, weil es so viel Leiden in der Welt gibt. Oder er ist gut, aber dann ist er nicht allmächtig. Beides zusammen, was nun die Theologen behaupten und was die biblischen Schriften behaupten und so weiter, geht nicht. Ist logisch ausgeschlossen angesichts der tatsächlichen Situation in der Welt. Das ist dieses Thema der Theodizee, also der Rechtfertigung Gottes angesichts des Übels in der Welt. Und das ist natürlich ein großes Thema, bereits in der hebräischen Bibel selbst. Berühmteste Beispiel dafür, aber nicht das einzige, ist das Hiob-Buch. Es hat dann bei Leibniz, der hat den Titel gegeben in seinem großen Buch über die Theodizee, dem Mathematiker und Philosophen Leibniz, eine Rolle gespielt. Und es ist natürlich das große Thema in den Romanen von Dostojewski, besonders in den Brüdern Karamasow. Es wird wieder aufgegriffen bei Thomas Mann und Dr. Faustus, darüber dann morgen im Alten Rathaus. Ein Kind bei Dostojewski, was sich was zu essen genommen hat, und der Feudalherr, christlicher Kirchgänger, hetzt seine Hunde auf diesen Knaben und lässt ihn zerfetzen. Wie kann Gott sowas zulassen? Die sechste Form der Kritik ist das, was ich die psychologische Religionskritik nennen möchte. Und sie ist natürlich mit einem Namen verbunden wie mit keinem anderen, obwohl sie überall auch vorkommt, nämlich mit Sigmund Freud. Religion ist für Freud eine infantile Regression oder die infantile Regression schlechthin.
um die Verantwortung für ein selbstbestimmtes Leben zu vermeiden. Wir reden zwar von Selbstbestimmung, das ist auch schon Freud aufgefallen, und jeder will ein Ich sein, aber diese Freiheit ist unbequem. Man, und das ist dann das Man, was die Existenzialisten so kritisieren, man verdrückt sich lieber unter den Schirm einer Autorität. Dort lebt es sich bequem. Und man muss eben nicht die Selbstverantwortung übernehmen. Und ob diese Autorität der autoritäre Vater ist, der autoritäre Staat, die autoritäre Religion, es ist immer dasselbe. Es ist diese männliche Omnipotenz, an der ich mich zwar ärgere und an der ich gelegentlich auch Vatermord begehe, aber unter die ich aus Bequemlichkeit, aber vor allem aus Sicherheitsbedürfnis immer wieder zurückkehre. Ich hatte gestern, wir können ja vielleicht ein paar Minuten länger machen, möchte ich doch an. Ich hatte gestern in Berlin eine Tagung, auf der diese Thematik, Gespräch zwischen Naturwissenschaftlern, Künstlern und Theologen, aufgegriffen wurde. Und die Kolleginnen und Kollegen aus der Kunstszene und der Psychotherapieszene und sagten, naja, der Mensch strebt eben nach Sicherheit. Da sind wir ja an dieser Stelle. Genau das ist Freuds Paradigma. Und um diese Sicherheit willen gibt er seine Autonomie, seinen freien Willen, seine Mündigkeit auf. Das ist heute nicht unsere Rhetorik, im Gegenteil, wir wollen autonom sein. Aber alles, was wir tun, widerspricht dem. Sie brauchen sich nur mal das Verhalten der Wähler anzuschauen, Sie brauchen sich nur mal das Verhalten unseres Modebewusstseins anzuschauen und wir laufen allen Trends hinterher. Genau das ist das. Sicherheit. Dafür gibt es nun, und das war die Unterscheidung, die ich dann das Vergnügen hatte, gestern da in Berlin einzuführen. Dafür gibt es im Lateinischen zwei Begriffe, die völlig Verschiedenes meinen und die auf der einen Seite, wie mir scheint, die religiöse Haltung und auf der anderen Seite die nicht-religiöse Haltung repräsentieren. Sicherheit, sehr schön, wunderbar zu übersetzen im Englischen, aus dem Lateinischen, Security, Securitas. Es gibt Versicherungsgesellschaften, die auch so heißen. Und wenn wir heute überall das Bedürfnis haben, mit ein bisschen Bauchgrimmen zugegeben, Kameraüberwachung an jedem Ort in der Öffentlichkeit und bald natürlich auch bei uns zu Hause, ist doch eine gute Sache. Man kann dann entdecken, nicht nur, ob der Terrorist eine Bombe über den Jungfernstieg trägt, sondern vielleicht, ob der böse Ehemann seine Frau doch vergewaltigt. Irgendwie muss es ja, für die Juristen und für die Gerichte ist das dann keine Sache, wenn man es auf der Kamera hat. Diese Sicherheit streben wir irgendwo an. Warum? Letztlich, ich muss es kurz machen, aus einer tiefen Furcht, weil wir nicht zu Hause sind in der Welt. Der andere Begriff, lateinische Begriff, ist genau das Gegenteil, wird aber auch mit Sicherheit übersetzt, nämlich Certitudo. Meistens mit Gewissheit übersetzt. Das ist das, was wir früher den Glauben genannt haben. Fides, beziehungsweise Pistis im Griechischen. Vertrauen. Und was die moderne Psychologie sehr gut und sehr schön in einem wunderbaren Wort gefasst hat, nämlich das Urvertrauen. Und wenn die Welt voll Teufel wäre, Zitat Luthers, und wenn es noch so durcheinander ginge, und wenn noch so viel Widerstrebendes und Widerständiges und Widersprüchliches in der Welt widerfährt, es ist das Vertrauen, die Certitudo, ein letztliches Urvertrauen, das hinter all diesem Gewusel, hinter all diesem zum Teil sehr unerquicklichen und manchmal auch sehr schmerzhaften Welttheater eine Ordnung liegt. Ein Kosmos und nicht ein Chaos, wie ich das gerne ausdrücke. Und dieses Vertrauen wird, wie wir aus der Psychologie wissen, in der Kindheit gelegt oder eben auch nicht gelegt. Es wird durch religiöse Bilder, durch große Erzählungen, durch die Narrative der Religion gepflegt oder auch nicht gepflegt. Es wird durch künstlerische Anschauung genährt oder auch nicht genährt und durch eine Lebenspraxis in, ich will mal so sagen, Bonhoeffer aufnehmend, mündiger Gemeinschaft mit anderen gelebt oder nicht gelebt. Wer sich ständig aus Angst etwas zu verlieren, isoliert, wird dieses Vertrauen nicht leben können.
Aber diese infantile Regression ist eben genau die Haltung, die Freud beschreibt, hier in seinem verlogenen späten 19. Jahrhundert, wo sie alle noch religiös tun, aber in Wirklichkeit natürlich völlig anderen Göttern hinterherlaufen, nämlich dem Geld und dem sozialen Prestige und dergleichen. Freud durchschaut das, noch bissiger durchschaut es Nietzsche. Diese Haltung ist es, die zur Angst führt, zur Vereinzelung und dann eben zur Regression in einen Mutterschoß oder unter einen Vaterschirm, je nachdem. Gott ist dann das Über-Ich, was die Unterdrückung der Triebe, besonders der Sexualtriebe ist natürlich, das ist ja das große Thema Freuds, das große Thema des 19. Jahrhunderts. Warum? Weil dort der Mensch eigentlich mit einer gewissen Autonomie seine eigenen, ich will sagen, physisch-spirituellen Kräfte entwickeln könnte, die aber so eingeengt werden und so vorgeschrieben nur gelebt werden, dass die Religion ja geradezu in dieser Zeit gar nichts anderes zu tun hatte, als ständig ins Schlafzimmer zu schauen. Nicht zufällig und nicht nur aus Neugier frustrierter Priester, sondern weil hier eine anthropologische Ebene angerührt ist, an der sich Freiheit oder Unfreiheit entscheidet. Und wenn ich die kontrolliere, dann kontrolliere ich den Menschen und eine ganze Gesellschaft. Das ist nicht nur in Europa so, meine Damen und Herren. Schauen Sie nach Indien, schauen Sie nach China, eigentlich in fast alle Kulturen. Das greift Freud auf. Freud war gebildet, hat sich auch mit anderen Kulturen und den entsprechenden Fetischen beschäftigt. Und wenn Sie mal in Wien in seiner Wohnung sind, dann steht das da alles voll, dieser Objekte. Es ist die Religion, es ist Gott gebraucht als Über-Ich zur Sublimierung der Triebe, besonders des Sexualtriebs, damit Schuldgefühle erzeugt werden und die Schuldgefühle führen zu einer neurotischen Selbstentzweihung und diese neurotische Selbstentzweihung führt dazu, dass der Mensch sich unter die Herrschaft von Autoritäten begibt. Religion ist also, und diesen Sarkasmus erlaubt sich Freud, psychologisch produktiv, aber eben als Illusion. Sie ist Wunschdenken und folgt dem Lustprinzip, Kind bleiben zu wollen und nicht dem Realitätsprinzip, erwachsen werden zu müssen, selbst wenn dieses Erwachsenwerden scheitert. Also Gott ist für ihn, und da nimmt er natürlich auch jetzt Feuerbachsche Gedanken auf, eine projizierte Vaterfigur. Ich könnte jetzt in einzelne Aspekte noch der freudschen Religionskritik eingehen, Religion als Zwangsneurose und so weiter, das will ich jetzt dann doch übergehen. Das ist ja im Wesentlichen auch bekannt. Die siebente Form der Religionskritik ist das, was ich die humanistische Kritik nennen möchte. Es ist der Appell an die Freiheit des Menschen. Es ist sozusagen das, nun positiv formuliert, was jetzt bei Freud so in der analytischen Situation als die Matrix das Negative beschrieben wurde. Der Appell an die Freiheit des Menschen, der findet sich schon bei Buddha. Der findet sich mit Sicherheit bei Jesus von Nazareth, findet sich bei Feuerbach, bei Nietzsche. Und bei Nietzsche zitiere ich nochmal, Sie haben das sicherlich gelesen, schon auch, ich liebe diese Geschichte aus dem Zarathustra, mit den drei Verwandlungen des Geistes. In der Vorrede zum Zarathustra 1900 erschienen, eines seiner letzten, wie mir scheint, auch größten Bücher. Dort beschreibt er die Verwandlungen des Geistes. Am Anfang ist der Geist wie ein Kamel, eine tragsame Figur. Das heißt, er muss in seiner frühen Entwicklung viel lernen, viel auf sich nehmen, sich aufladen. Und ohne das geht es nicht. Denn wer nicht lernen will, schwatzt nur dummes Zeug. Zunächst muss er, wie das Kamel durch die Wüste geht, einige Jahre, manchmal sind es Jahrzehnte, dieser tragsamen, kamelartigen, durch die Wüste trottenden, langen Periode durchmachen. Dann kommt die Verwandlung zum Löwen. Der Löwe, der aufbegehrt, der brüllt, der sich widersetzt. Pubertärwesen.
etwas entgegenzusetzen versucht, aber völlig gefesselt ist und unfrei ist. Sie sehen es an der Körpersprache. Dieses Tragsame vorher wurde auch dann verglichen mit einem Drachen, und auf jeder Schuppe des Drachens steht ein Du sollst, also das Gesetz. Das versucht jetzt der Löwe zu sprengen, aber er bleibt, und das ist ja unser Schicksal, wenn wir protestieren, immer noch in den Denkmustern und oft auch in den Gefühlsmustern dessen gefangen, gegen das man protestiert. In Klammern die lautstärksten Atheisten sind oft am tiefsten von der Frage nach Gott ergriffen. Das kann man in der Geschichte, besonders in der Literaturgeschichte, lesen. Dieses Verhakeltsein, wir sagen heute sehr schön Verstricktsein, das ist die Situation des Löwen. Die dritte Verwandlung oder letzte Verwandlung des Geistes ist in die des Kindes. Das Kind steht hier am Schluss. Und das ist ja die Geschichte, die zurückgeht auf Heinrich von Kleist in seinem Marionettentheater. Ja, wir müssen die Unschuld wieder lernen, die paradiesische Unschuld. Was ist das? Nietzsche gibt dafür ein wunderbares Bild in dieser Zarathustra-Vorrede. Diese Haltung des Kindes ist wie ein aus sich rollendes Rad, das seine eigenen Momente, das nicht von außen angestoßen werden muss, dass ich nicht innerlich mühen muss nach einem Du sollst, du musst, sondern dass in selbstverständlicher Freiheit das Gute tut, das Rechte tut, spielerisch geradezu, wie das Kind, die Präsenz der göttlichen Kraft in der Welt einfach lebt, ohne danach zu fragen. Nietzsche versucht ja nun auch im Zarathustra, den Übermenschen zu beschreiben. Es ist der alles hinter sich gelassen hat und dies und das. Er kommt gelegentlich mal auf diese Haltung des Kindes zurück. Er selbst konnte sie nicht leben, aber er hatte sie als Vision. Und er ist daran zerbrochen. Rilke hat das aufgenommen, und das nur noch jetzt als letzte Bemerkung zu dieser Form in seiner 10. Elegie. Alles Orgeln und alles religiöse Ritual ist, hinfällig. Es ist nur äußerlich. Religionen haben sich eigentlich verabschiedet. Ja, das zynische Bild, Religion ist wie ein Postamt am Sonntag geschlossen. Und die evangelischen Kirchen sind ja auch geschlossen, wenn jedenfalls der Gottesdienst vorbei ist. Religion hat sich verabschiedet aus dem wirklichen Leben. Rilke hat eine andere Lösung, auf die ich jetzt hier natürlich nicht eingehen kann. Aber es folgt in diesem nietzschischen Impuls des aus sich rollenden Rades. Das heißt, ein mystischer Impuls. Diese humanistische Religionskritik finden wir auch im Existenzialismus bei Sartre sehr stark. Der Mensch muss zu sich selbst kommen, ganz im Gefolge Feuerbachs, aber jetzt nicht nur als abstrakte Theorie, sondern in der Selbstbildung des menschlichen Geistes. Er muss zu seiner eigenen Freiheit Ja sagen können, auch wenn er scheitert. Diese humanistische Religionskritik findet sich nun heute bei einem, von dem Sie es überhaupt nicht erwarten würden, aber vielleicht doch schon gelesen haben, bei einem der großen, anerkannten Religionsführer unserer Zeit, bei Tenzin Gyatso, dem 14. Dalai Lama. Ist massiv in seiner Religionskritik, auch der Religionskritik gerade der eigenen Religion, und appelliert an eine humane Ethik, eine säkulare Ethik, wie das meistens übersetzt wird, die eben nicht in diesen religiösen Kategorien von Ich und die anderen und Gott und die Welt und in diesen Dualismen gefangen ist, sondern das Menschliche aus Einsicht tut. Letztlich eine kantische Haltung. Die achte Form der Religionskritik, und jetzt muss ich mich ein bisschen sputen, ist das, was ich die ästhetische Religionskritik genannt habe. Es ist die Abwendung einer Ästhetiktheorie, wie sie Platon letztlich vorgetragen hat oder im Platonismus gründet, nämlich die Einheit von Gutem, Schönen und Wahren. Bis zur Aufklärung, bis zu Schiller, ist das Schöne
und das Wahre miteinander verknüpft. Die Kunst hat das Schöne darzustellen, um hinter dem Hässlichen, hinter der Fratze der Welt, die Möglichkeit, zu der wir eigentlich berufen sind, sinnlich darzustellen. Das ist, wenn man so will, sowohl die kantische, aber dann vor allem die schillersche Ästhetik, wie sie lange zurückgeht, bis auf Platon bzw. Pythagoras. Die Harmonie darzustellen, in Klang, Farbe, Gestalt, in jeder Form. Die moderne Kunst hat sich von diesem Ideal, ästhetischen Ideal, verabschiedet. Total verabschiedet. Und wenn sich irgendjemand dieses Ideal noch aufrechterhält, dann höchstens als ironisches Zitat. Und wenn es nicht tut, gilt es als Kitsch. Was ist das in der modernen Kunst? Ich möchte Ihnen ein paar Sätze zitieren von einem der ganz großen Musiker unserer Zeit, selbst Komponist und Dirigent und ein begnadeter Musikschriftsteller. Will ein Künstler, ich zitiere Hans Zender, den Komponisten und Dirigenten, in einem Versuch, einem Aufsatz über geistliche Musik und Liturgie. Wenn ein Künstler an diesem Punkt, wo die Einheit von künstlerischer Darstellung und dem Ideal der Schönheit aufgegeben worden ist, wenn an diesem Punkt des Weges noch weiter fortschreiten, so Zender, so ergeben sich zwei Alternativen. Entweder er wird zum Mystiker und verlässt den Weg der Kunst, oder er versucht, künstlerische Formen in Bewegung zu setzen, bei denen das Ich nicht mehr beteiligt ist. Zum Beispiel in Zufallsprozessen. Ja, Sie kennen das, dass man also mit dem Zufallsgenerator dann Farben hinsetzt oder Töne hinsetzt, den man anstellt, das Ich mit irgendeiner Intention ist raus. War noch das letzte Stadium einer Kunst vor ihrem Verlöschen getragen von der verzweifelten Anstrengung und Verantwortung des Subjekts, so gleicht der Künstler, der mit dem Zufall arbeitet, wieder einem Kind, das glücklich lächelnd mit seinen Bausteinen spielt. Allerdings einem alten Kinde. Denn die Bausteine, die es vorfindet, sind nicht das Produkt einer unbewussten Natur, sondern sie sind von seinen Ahnen im Lauf eines langen geschichtlichen Prozesses hergestellt worden. Gleichviel, er hat sich als Künstler an das andere Ende des Prozesses zurückkatapultiert. Von dem Punkt der Überschreitung des Ich an den Punkt, wo das Ich noch nicht erwacht ist. Ich kann dies hier nur andeuten, weil mir hier etwas ganz Wesentliches zu passieren scheint. Ich bin ja mit Hans Zender im intensiven Gespräch und meine, dass das, was er hier als Alternative beschreibt, entweder Mystiker oder Zufallsgenerator, letztlich zusammengeht in einer künstlerischen Haltung, die noch was anderes ist und spirituell ist. Aber das wollte ich hier nur andeuten. Es ist eine Religionskritik, die mit der ganzen europäischen Ästhetik, und das heißt ja Wahrnehmungstheorie von den Griechen an, dem Kunstschönen bis zum 19. Jahrhundert, aufgeräumt hat. Und das führt uns natürlich, und so habe ich das jetzt dann hier ja konzipiert, zur letzten Form der Religionskritik, zur mystischen. Und Zender hat sie ja selbst schon erwähnt, ich bin schon mehrfach darauf gekommen, Nietzsche lese ich als Mystiker, und ich sehe, also wir hatten den Jakob Böhme zitiert und das zurück Luther zitiert, der wiederum auf den Dominikanern fußt. Und das geht zurück auf Meister Eckhart und das geht zurück auf Dionysius Areopagita und das geht zurück auf Paulus. An der Wurzel der europäischen Religionsgeschichte haben wir schon diesen mystischen Impuls. Was ist dieser Impuls? Gott oder das, um was es in der Religion geht, ist nicht etwas Äußeres. So wie das auch Feuerbach, Xenophanes in der Antike und andere gesagt hatten. Gott ist das Innerste, der innerste Beweger des Menschen, des menschlichen Geistes. Gott ist Geist, sagt Jakob Böhme und das zitiert Hegel dann in der Phänomenologie des Geistes von 1805. Gott ist Geist, aber was heißt das? Dieser Geist ist nicht irgendwo außerhalb, sondern er ist die Energie, würden wir heute sagen,
Das, was alles bewegt von innen. Gott ist nicht fassbar in einem Begriff. Gott ist auch nicht bekannt. Gott ist kein Notum, das Bekannte, sondern Gott ist das, was Denken möglich macht, das, was Erkennen möglich macht. Aber dieser Prozess des Erkennens kommt nie zu einem Ende und ist nie abgeschlossen. Oder, so wie es die alten indischen Schriften und dann Dionysius von Areopagita, dieser große neuplatonisch-christliche Schriftsteller aus dem 6. 7. Jahrhundert, der dann die ganze Mittelalter, besonders Thomas von Aquin, angeregt hat, Gott ist nicht in Name und Form auszudrücken. Neti, Neti, sagen die Upanishaden, die indischen Schriften, und sie finden Ähnliches natürlich im Laozi, also in den chinesischen Traditionen, in der jüdischen Tradition, wo Gott jede Definition und Namensgebung verweigert. Wer bist du? Wir übersetzen meistens, ich bin der ich bin. Yichyeh asher yichyeh. Keine Definition. Das Wirkende schlechthin. Jenseits aller Konvention. Wenn wir Übereinkünfte treffen, dies und diesen Begriff zu benutzen oder dies und jenes Bild, dann ist das vielleicht hilfreich zur Erkenntnis, denn wir erkennen in Formen, aber gleichzeitig muss jedes Bild transzendiert werden. Das ist die Transzendenz der mystischen Religionskritik. Damit wird jede Form von Moral, jede Form von Macht, jede Form von institutioneller Darstellung des Religiösen als unter Umständen hilfreich, aber das unterliegt dann der Vernunfterkenntnis, als unter Umständen hilfreich, aber Umständen eben auch als beklagenswert und abzuschaffen bezeichnet. Gott ist nicht etwas, sondern die Kraft, die etwas möglich macht. Das ist vielleicht der Inbegriff der mystischen Religionskritik. Und Sie sehen, damit sind wir aber schon bei den vorigen Formen immer wieder am Wesen des religiösen Impulses, der immer wieder neu aufbricht gegen die verfestigten und einmal gewordenen tatsächlichen religiösen Formen. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Morgen zum Gespräch, wenn Sie Lust haben. Ich sage es nochmal um 10 Uhr.